Und ich möchte das jetzt vertiefen mit Professor Stefan Fröhlich, ein Ostexperte, Politikwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Guten Abend. Wir hören jetzt die ganze Zeit, eine Bodenoffensive Israels steht unmittelbar bevor. Vielleicht können Sie einordnen, welches Risiko geht Israel da eigentlich ein? Ja, ein großes, in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist das kein leichter Gang, wenn man den Worten Glauben schenken will, dass die Vernichtung eben der Hamas das Ziel ist. Und dann erfordert das sehr wahrscheinlich tatsächlich den Einmarsch von Bodentruppen. Und das ist auf einem so engen Gebiet, das ist ein sehr kleines Gebiet, der Großraum von Berlin, so muss man sich das vorstellen, mit 2 Millionen Einwohnern, über die Hälfte minderjährige Kinder oder junge Leute. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Und ich glaube fast, dass die Hamas das ein Stück weit, denn diese Attacke, der Angriff, dieser Terroranschlag war ja doch von langer Hand geplant. Daran kann es keinen Zweifel geben. Und ich glaube, damit weiß auch die Hamas, welche Gegenreaktion damit droht. Man kennt den Gegner. Und in so einem Fall rechnet man, glaube ich, auch schon mit einer solchen Bodenoffensive. Und das ist das eine. Und das zweite ist natürlich das hohe Risiko, die Verluste, die damit verbunden sein werden, auch in der Zivilbevölkerung, bergen auch das Risiko für Israel, dass die Front, die Unterstützung, die im Moment da ist, dann irgendwann sehr schnell umschlägt. Und das ist die große Gefahr. Und zum anderen natürlich, dass eine solche Bodenoffensive, wir wissen nicht, wie die Reaktion sein wird im Westjordanland, wo die Agonie auch groß ist, wo die Anspannung auch sehr groß ist. Und wir hören es ja eben auch dann noch an der Nordgrenze zum Libanon. Was das hervorrufen würde, die Hisbollah wird auch nicht gerne sehen, wie die Hamas als strategische Bastion fällt. Das wird die gesamte strategische Lage, Ausgangslage auch für die Hisbollah und damit auch für Iran letzten Endes erheblich verändern. Insofern ist das Risiko insgesamt sehr groß. Sie haben das gerade gesagt, die Hamas soll zerstört werden. Wenn das Ziel Israels ist in Gaza, wie kann man sich das denn genau vorstellen? Denn das Ziel Israels kann ja nicht sein, den Gazastreifen zu besetzen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Hamas in ihren Strukturen ist ja tief verwurzelt, auch in der Gesellschaft dort. Wir hören immer wieder, dass es auch ganz konkret Stellungen der Hamas dann in Krankenhäusern, neben Schulen und so weiter gibt. Was kann denn wirklich das Ziel sein, diese Menschen auszuschalten? Man würde zunächst mal meinen, ein Ding der Unmöglichkeit, denn es würde verbunden sein mit einem Exodus der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen. Das hieße eben, und das wird entsprechend Ägypten auf den Plan rufen, das eben natürlich in höchster Alarmbereitschaft schon sich befindet, was das anbelangt. Und es ist auch vollkommen klar, dass das eine Besetzung nach sich ziehen wird. Dass wir also eine Situation haben werden, wieder wie vor 2007/2006, als Israel tatsächlich den Gazastreifen bekanntermaßen verlassen hat. Ein solcher Einmarsch wird verbunden sein mit einer enormen Fluchtbewegung. Und er wird verbunden sein mit einer neuerlichen Besetzung des Gazastreifens durch Israel. Welche Rolle spielen die arabischen Nachbarn? Sie haben gerade Ägypten angesprochen. Ja, Ägypten und Katar sind eigentlich die Staaten, die im Moment von denen immer die Rede ist, wenn es darum geht, wer kann eventuell tatsächlich mäßigend auf die Terroristen, wenn man das so sagen darf, jetzt mäßigend einwirken. Das wird sehr schwierig, aber sie haben zumindest einen Hebel mit Blick auch auf einen möglichen Zufluchtsort, denn das ist der einzige Fluchtweg letztendlich für die Palästinenser im Gazastreifen. Insofern haben sie schon einen Einfluss. Ansonsten ist bekannt, die schiitische Achse und ist natürlich bekannt, die Unterstützung Irans und der Hisbollah im Libanon, die sich im Moment auch eher bedeckt hält. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass der Iran nicht unterstützt hat bei den Angriffen der Hamas, so wie es jetzt Khamenei gesagt hat? Ja, es ist sehr schwer. Ich bin da sehr vorsichtig, weil wir hören sehr Unterschiedliches. Ja. Heute Morgen hieß es noch, es ist sehr wahrscheinlich. Jetzt heißt es wieder weniger wahrscheinlich. Also es gibt Indizien sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Was eigentlich dagegen spricht, ist, dass die Hamas immer relativ
relativ eigenständig agiert hat und dass damit so ein bisschen der Überraschungseffekt natürlich auch weggefallen wäre. Wenn Iran tatsächlich nachweislich dahinter gestanden hätte, ist es kaum vorstellbar, dass die Geheimdienste nicht in irgendeiner Form davon Wind bekommen hätten oder Wind bekommen haben. Das ist das eine, das spricht eigentlich so ein bisschen dagegen. Und die andere Sache, was auch dagegen spricht, ist natürlich eigentlich, dass man, wenn Iran dahinter gesteckt hätte, tatsächlich hätte vermuten müssen, dass die Hisbollah dann gleich auch die Nordfront mit aufmacht und dass man das nicht nur in der Südfront macht. Und die Hisbollah hat sich zurückgehalten, die viel stärker oder viel wichtigere Akteur sozusagen, die viel wichtigere Marionette für Iran ist als die Hamas noch. Also insofern, und da ist die Situation im Moment im Libanon sehr angespannt. Die Hisbollah hält sich auch noch ein Stück weit zurück. Aber das kann sehr schnell natürlich eskalieren, je mehr die Situation sich im Gazastreifen verändert, zu Ungunsten natürlich der, und das ist geradezu zwangsläufig, der Hamas, muss man damit rechnen, dass die anderen auf den Plan gerufen werden.